toll, dass wir alle hier sind bei dem schönen Wetter. Wir demonstrieren erneut gegen die Corona-Maßnahmen, gegen alle Corona-Maßnahmen, gegen die Impfpflicht. Um einen Sachverhalt richtig einschätzen zu können, bedarf es der Fähigkeit, selbstbestimmt Informationen, Nachrichten zu finden, zu erkennen, zu analysieren, Medien und Quellen einzuordnen, sowie die Informationen auf ihre Relevanz und ihren Wahrheitsgehalt hin bewerten zu können. Deshalb drängt sich die Frage auf, welches Verständnis der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Herr Wieler, von dem Recht auf Meinungsfreiheit hat, wenn er anlässlich einer Pressekonferenz am 28.07.2020 äußerte, dass die AHA-Regeln nie hinterfragt werden dürfen. Kritik am Staat oder am staatlichen Handeln gehört zum Kernbereich der Meinungsfreiheit. In einer Zeit, in der Grundrechte seit rund 2 Jahren eingeschränkt sind, in der gesunden Menschen die soziale Teilhabe versagt wird, weil sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, in einer Zeit, in der Menschen aufgrund von Berufsausübungsverboten ihre wirtschaftliche Existenz verloren haben und in der im Gesundheitswesen tätige Personen befürchten müssen, entlassen zu werden, und zwar genau dieselben Personen, denen man noch vor einiger Zeit durch Applaus von Balkonen Respekt gezollt hat, weil sie in schwierigen Zeiten dazu beigetragen haben, dass kranke Menschen versorgt, gepflegt und geheilt werden konnte. Genau in einer solchen Zeit ist Kritik, wie die Philosophin Anne Barb Hartkorn als eine Grundfunktion der denkenden Vernunft bezeichnete, das heißt die prüfende Beurteilung der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-bedingten Infektionsgeschehens, geboten, um ein Umdenken in der Politik zu erreichen. Thank you.
Noch zu einem letzten Redebeitrag. Wir haben noch das große Glück, Herrn Thomas Seibert da zu haben, Professor für Rechtstheorie in Frankfurt und ehemaliger Richter. Er wird uns seine Sicht der Dinge auf die rechtliche Basis der Impfpflicht erläutern. Herr Seibert, ja. Freue mich, dass Sie da sind. Freiheit hat einen Inhalt, den diejenigen bestimmen, über die bestimmt werden soll. Es gibt eine Freiheit der körperlichen Selbstbestimmung. Es gibt eine Freiheit zum Leben und im Übrigen auch eine Freiheit zum Tode. Diese Freiheiten, die Basisfreiheiten für menschliches Zusammenleben sind, erfahren eine Umgestaltung, die erschreckend ist. Es geht nämlich gar nicht um eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das Wort Impfpflicht kommt ja nicht vor. Das ist die Restliberalität, die der Partei verblieben ist, die jetzt unter diesem Titel der Regierung angehört. Niemand soll zur Impfung verpflichtet werden. Wir machen ja etwas anderes. Wir machen Bürokratie und bürokratisches Polizeiwesen, und zwar, wie wir ja alle schon seit mindestens einem Jahr erfahren, nicht nur durch die dafür bestellte Polizei, die wie immer schlecht bezahlt ist, sondern umsonst,
von allen denjenigen, die jeweils die anderen kontrollieren und das auch noch mehr oder weniger freiwillig tun. Die Personen haben auf Anforderung einen Nachweis vorzulegen, heißt es in einem ominösen Absatz 5. Aber was dann passiert, ist, da hat man plötzlich, ohne dass man es geahnt hätte, einen mächtigen Koalitionspartner im Nachbarland. Dann kann nämlich das Gesundheitsamt einer Person, die diesen Nachweis nicht vorlegt, untersagen, dass sie die Einrichtung betritt. Sie kann. Der öffentlich-rechtliche, gebührenfinanzierte Rundfunk hat das auch nicht verstanden. Man muss nicht, man kann. Und wir werden über den Inhalt dieses Ermessens streiten müssen. Und alle, die hier zusammenkommen und sich die Mühe machen, am Nachmittag bei schönem Sonnenschein hier zu stehen, denen kann ich nur sagen, wenn ihr nicht einen besseren Arbeitsplatz findet, haltet aus. Seht. Ich komme auf einen zweiten Teil, der sich in der letzten Woche abgespielt hat und eine beschämende Entwicklung fortsetzt. Ein Gericht braucht lange, ehe es sich einen Ruf erwirken kann, dass trotz vieler Widrigkeiten hat das Bundesverfassungsgericht mit einer Rechtsprechung über 30 bis 40 Jahre geschafft. Es geht viel schneller, wie wir alle wissen, einen Ruf zu verlieren. Und wenn man einen Parlamentslobbyisten an die Spitze eines Gerichts beruft, ist es kein Wunder, dass dieses Gericht... dass dieses Gericht seine Arbeit nicht erledigt. Was bleibt für alle diejenigen, die dem 15. März entgegengehen müssen? Das ist eine offene Arbeitsrechtsfrage. Ich bin ja nicht mehr so ganz jung und habe überlegt, wann in der Geschichte des Arbeitsrechts in bestehende Arbeitsverträge von Staatswegen ein persönlicher Mangel nachträglich eingepflanzt worden wäre. Es tut mir leid, mir ist kein Fall eingefallen.